Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es wieder soweit, die nächste Wasserabsenkung steht an und damit gibt es natürlich wieder eine Menge neuer Änderungen auf dieser Fortnite-Map und unter anderem haben wir diese Woche wieder zwei neue Orte, beziehungsweise zwei Orte, die jetzt wieder einen Namen bekommen haben. Zusätzlich gibt es natürlich noch eine Menge anderer Wasserabsenkungen und Änderungen durch diese Wasserabsenkung und das Ganze werde ich euch jetzt in diesem Video zeigen. Natürlich wird es auch nicht die letzte Wasserabsenkung sein, die nächste steht nämlich wahrscheinlich schon am 27.07. an. Dazu wird es natürlich auch immer noch ein Video geben, also wenn ihr dazu nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auf diesem Kanal ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit der ersten Änderung und auch direkt mit einer der größten Änderungen und zwar ist Dirty Dogs mittlerweile wieder sehr, sehr befreit von Wasser. Hier kann man eigentlich wieder fast überall hingehen, also wirklich kaum Stellen mehr, die unter Wasser sind, immer nur noch hier die niedrigeren Gebiete. Dort fehlt immer noch eine Woche, bis das freigelegt wird, aber hier im oberen Teil kann man schon wieder komplett looten. Alle Kisten sind wieder frei, das heißt, das kann man hier wirklich wieder als ganz normale City benutzen. Natürlich alles immer noch mit Algen überwachsen, ansonsten hat sich, glaube ich, aber zum alten Dirty Dogs hier nichts verändert und mittlerweile würde ich eben wirklich sagen, dass man das wirklich wieder sehr, sehr gut als Landing Spot benutzen kann. Etwas weiter im Westen haben wir dann direkt die nächste große Änderung und zwar ist hier das Mini Junk Junction wieder freigelegt worden und hier kann man jetzt auch wieder entspannt looten. Alle drei Kisten sind auch wieder hier verfügbar und dieser ganze Stadt hier oder dieser kleine Ort ist jetzt auch wirklich wieder komplett frei. Eine zusätzliche Werkbank ist natürlich hier und wie gesagt insgesamt drei Kisten. Zusätzlich dazu kann man jetzt da hinten auch wieder in den Gebäuden vernünftig looten. Das heißt, die Kiste, die da drin ist, kann man auch wieder benutzen. Lediglich die Kiste, die hier unter der Brücke ist, da müssen wir noch eine Woche warten, bis wir die benutzen können. Hier drin ist ja aber auch noch eine Kiste. Also wirklich wieder ordentlich Loot, was wir hier in dieser Region haben und auch eine Menge neuer Plätze, die wir wieder haben. Hier ist dann tatsächlich auch noch einer der letzten Strudel, sind ja jetzt glaube ich auch wieder tatsächlich aktiviert, also können ja auch wieder endlich benutzen. Gibt ja aber wie gesagt mittlerweile nicht mehr viele, dort oben sind noch ein paar. Ansonsten sieht es aber sehr, sehr schlecht aus, wenn man eben mal Strudel als Fortbewegungsmethode nehmen will, aber auf jeden Fall befindet sich dort noch einer, also ich glaube, es können wir wirklich als sehr, sehr gute Lootroute benutzen. Dann geht es direkt weiter zur nächsten großen Änderung und zwar befindet sich diese bei Craggy Cliffs. Dort ist jetzt nämlich wieder ein benannter Ort. Also wenn ich hier in einer normalen Runde landen sollte, dann müsste sich, sobald ihr gelandet seid, einmal der Name wieder enthüllen und hier müsste wieder ganz normal Craggy Cliffs stehen und damit ist es jetzt auch wieder eine offizielle Stadt in der Fortnite-Map. Hat sich ansonsten allerdings hier nicht wirklich was verändert, also ist im Prinzip noch genau das gleiche wie vorher. Ansonsten gibt es eben halt hier nur wieder eine Etage, die mehr frei ist. Ich glaube ein paar Kisten, die da drin sind, aber wirklich viel hat sich jetzt im Vergleich zur vorherigen Woche nicht geändert. Der Großteil dieser City war ja auch schon vorher freigelegt vom Wasser. Die Yacht steht tatsächlich hier nebenan auch immer noch komplett fest, hat sich auch nicht wirklich was verändert. Die kleinen Gebäude hier daneben kann man auch noch nicht wirklich als Lootort benutzen, dort müssen wir auch noch ein paar Wochen warten, bis das freigelegt wird. Aber ich glaube, die Yacht sollte auf jeden Fall, glaube ich, bis zum Ende der Season auch noch bestehen bleiben. Allerdings hier neben Pleasant Park, zwischen Pleasant Park und Sweaty Sands, gab es ja immer so eine Müllinsel. Die ist jetzt auch verschwunden. Das heißt, falls ihr hier euren Main Landing Spot hattet, dann ist er jetzt auch weg und ihr müsst euch eben halt etwas anderes suchen. Und dafür ist jetzt eben halt hier wieder die Absturzstelle in großen Teilen frei. Hier kann man auf jeden Fall wieder die eine oder andere Kiste mitnehmen. Trotzdem ist das immer noch kein vollwertiger Landing Spot, denn die Kisten, die ja eben halt alle etwas tiefer sind, kann man natürlich immer noch nicht benutzen. Demnächst ist tatsächlich auch so weit, dass wir dann wahrscheinlich Atlantis sehen können. So langsam kommen wir da echt nah dran. Auf der Karte sieht man es immer stärker. Dann geht es weiter nach Sweaty Sands. Dort bisher eigentlich die wenigsten Veränderungen tatsächlich, die es überhaupt hier gab. Allerdings ist es so mittlerweile wieder fast so weit, dass wir eben halt hier dann eine ganz normale Stadt wieder bekommen werden. Ich glaube, es fehlt echt nicht mehr viel hier drunter. Eine Wasserabsenkung fehlt da, zwei Wasserabsenkungen fehlen hier noch und dann kann man auch hier wieder looten. Also das wird hier wirklich eine der letzten Stellen sein, die jetzt noch unter Wasser sind. Die Straße kann man auf jeden Fall hier drunter auch wieder erkennen und ansonsten hat sich allerdings in dieser Woche auch hier nichts verändert. Zusätzlich, gerade wo wir über die Straßen schon
schon geredet haben, gibt es auch nochmal eine Ankündigung von Epic Games. Und zwar werden die Autos noch ein paar Wochen brauchen, bis sie eben halt ins Spiel kommen. Wahrscheinlich haben die da wieder irgendwelche Probleme mit. Und zurzeit ist davon auszugehen, dass wenn Sweaty Sands freigelegt wird, also in ungefähr 2 Wochen mit dem Update 13.4, dass sie dann eben halt reinkommen. Auf jeden Fall müssen wir uns da nochmal ordentlich gedulden. Bis dahin ist dann Dirty Dogs frei, Slurpy Swamp ist frei und Sweaty Sands ist wie gesagt auch frei. Also ist dann im Prinzip wieder die ganz normale Karte verfügbar und es soll dann wahrscheinlich irgendwie so 1 bis 2 Wasserabsenkungen vor Atlantis auch sein, also wirklich erst ganz zum Ende der Season. Auf jeden Fall hier im unteren Gebiet hat sich eigentlich auch nicht wirklich viel verändert. Weeping Woods ist jetzt natürlich noch freier geworden, das heißt unter anderem kann man das Haus wieder benutzen, das Haus dort hinten ist auch wieder freigelegt und große Teile dazwischen sind natürlich jetzt auch wieder begehbar. Ich glaube auch die Köpfe da unten, die extrem viel Metall geben, die sollte man auch wieder benutzen können und generell Weeping Woods auf jeden Fall eigentlich wieder komplett benutzbar. Natürlich hier zwischendurch immer noch so kleine Wege, die noch unter Wasser sind, aber hier sollte jetzt auch auf jeden Fall wieder der Name angezeigt werden, wenn man hier landet und es sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr normal aus. Dann kommen wir auch schon direkt zu den letzten Änderungen. Unter anderem hat sich nämlich auch bei Camp Cod natürlich das Wasser wieder abgesenkt. Dort hat sich allerdings nicht wirklich viel verändert. Ich glaube noch eine Woche und dann kann man das echt wieder gut benutzen, aber bisher keine wirklich großen Veränderungen und bisher kann man es nicht so wirklich gut benutzen. Allerdings hier bei Slurpy Swamp gibt es natürlich auch noch einige weitere Änderungen. Unter anderem ist hier das Logjam Woodworks Sägewerk wieder freigelegt. Das heißt, die ganzen Paletten können wieder easy benutzt werden. Es gibt jetzt auch hier noch eine neue Tankstelle tatsächlich und zusätzlich gibt es natürlich noch mal etwas zur ganzen Slurpy Swamp Loot Route. Wir haben jetzt hier nämlich natürlich ein paar Floor Loot Spawns drin und natürlich hier drin auch eine weitere Kiste. Wie in allen anderen Tankstellen natürlich auch eine so eine Foodbox. Außen noch eine Eistruhe, die natürlich auch ganz nice ist und wir werden natürlich hier auch unsere ganzen Autos auftanken können, wenn die wie gesagt irgendwann einmal reinkommen. Ist im klassischen Prinzip natürlich wie die ganzen oder im klassischen Stil, wie natürlich die ganzen anderen Tankstellen auch, aber ist auf jeden Fall ganz cool, dass jetzt hier auch noch eine weitere hingekommen ist. Bei Slurpy Swamp kann man mittlerweile auch wieder ziemlich gut looten. Die meisten Objekte sind dort wieder frei. Eine Woche dauert es hier auch noch, bis dann wirklich wieder alles frei ist und wahrscheinlich dann noch so 2 bis 3 Wochen, bis wir unten wieder hin können. Es gibt allerdings zurzeit die Theorie, dass eventuell tatsächlich das Wasser, was dort unten ist, ausgetrocknet ist, beziehungsweise diese Slurp-Masse und dass dann eventuell hier danach nicht mehr dieses Slurp-Wasser ist. Allerdings sind es bisher nur Vermutungen und noch nichts Belegtes. Und hier, wie gesagt, in Slurpy Swamp kann man wieder meist Kisten benutzen. In den beiden Gebäuden sind hier einige Kisten auch etwas weiter oben. Die unterste Etage kann man dort natürlich immer noch nicht benutzen. Genauso natürlich hier die unterste Etage auch noch nicht benutzbar. Aber in den meisten Gebäuden kann man zumindest jetzt etwas weiter oben wieder looten. Und ich glaube, wir haben jetzt hier auf jeden Fall wieder einige Kisten, die wir benutzen können. Allerdings fehlt eben halt auch noch ein Großteil, der jetzt immer noch unter Wasser ist. Und es gibt trotzdem eben halt einen großen Vorteil im Vergleich zur letzten Woche, weil bei der letzten Woche ja glaube ich hier nur eine einzige Kiste drin war und ich hoffe mal auf jeden Fall, dass jetzt wieder ein paar mehr sind. Genau, hier beispielsweise auch in dem Teil ist jetzt eine weitere Kiste. Also ich glaube, die meisten Kisten sollten auf jeden Fall wieder verfügbar sein und Slurpy Swamp kann jetzt auch wieder als Lootroute benutzt werden. Das Schiff, was ja auch hier in dieser Region war, ist jetzt tatsächlich auch verschwunden. Das war ja am Anfang irgendwie so an der Stelle, ist dann nach dort weitergegangen, ist dann jetzt nach da weitergegangen und jetzt einfach komplett weg. Das heißt, mittlerweile gibt es tatsächlich fast gar keine Müllinseln und keine Schiffe mehr, die jetzt durch Season 3 reingekommen sind. Letztendlich befindet sich nur noch Wicked Rick und The Flotilla und Sweaty Sands auf diesen ganzen Müllbergen, aber ansonsten gibt es von diesen ganzen kleinen Zwischeninseln tatsächlich gar nichts mehr. Ich hätte tatsächlich gehofft, dass eventuell die eine oder andere Sache bestehen bleibt, wie zum Beispiel dieses kleine Schiff. Mittlerweile gibt es jetzt eben halt nur noch das Schiff da und das glaube ich dann wirklich das allerletzte kleine Stückchen, was eben halt mit der Season 3 reingekommen ist, was jetzt immer noch auf der Karte verfügbar ist. Vielleicht bleibt es ja auch drin, wäre auf jeden Fall ganz nice. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Bei Wicked Rick gibt es natürlich auch wieder eine ganz kleine Veränderung und zwar hat sich diese Insel hier etwas weiter nach Norden wieder verschoben. Das heißt, es ist jetzt etwas näher an Slurpy Swamp dran, ist tatsächlich auch wieder weit vom Grund entfernt. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, was damit dann passiert, wenn das Wasser dann ganz abgesunken ist. Und daneben gibt es jetzt auch wieder einige Gebäude, die so langsam übers Wasser schauen. Unter anderem ist dort nämlich so ein kleines Gebäude. Dort hinten ist, glaube ich, auch noch so ein kleines Gebäude, was wir looten können, beziehungsweise was wir zurzeit noch nicht looten können, was aber
aber ab der nächsten Woche wahrscheinlich dann lootbar ist. Und da hinten bei der Straße ist auch wieder ein Slurp Truck, den wir jetzt auch wieder benutzen können. Zusätzlich dazu sind natürlich diese ganzen Rohre, die da hinten in Slurp Swamp immer drin standen. Die sind jetzt auch wieder freigelegt worden und damit waren das dann, glaube ich, auch schon alle Änderungen. Wenn euch wie immer noch weitere Änderungen auffallen, die jetzt ganz wichtig sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und dann auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es so sein sollte, könnt ihr natürlich auch gerne hier eine Bewertung da lassen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.